als erstes, der Vater, solange er Muslim ist, ist er erstmal der Wali. Und den kann man nicht einfach so darf man ihn nicht auswechseln. Ja? Sie wohnt alleine, okay, ist ja nicht schlimm, der ist ja schon erwachsen, wenn die auch heiraten will. Und er versorgt sie seit langem nicht mehr. Er muss sie auch nicht versorgen, sie ist ja erwachsen. Es ist nicht die Pflicht des Vaters, die Kinder zu versorgen, bis sie 50 sind oder 30 sind. Ja? Als Kind muss er sie versorgen, aber als Erwachsener muss er sie nicht versorgen. Und deswegen ist das, tut das auch nicht zur Sache, ehrlich gesagt, islamisch gesehen. Und er ist noch ihr Wali. Und ehrlich gesagt, die Wilaya kann nicht einfach so übergeben werden, ohne Grund. Zum Beispiel, also, oder mit diesen Gründen, dass er sie nicht versorgt, dass sie seit längerem keinen Kontakt hat zu ihm. Das heißt nicht, dass er kein Wali mehr ist. Er ist ihr Wali. Islamisch gesehen, nach islamischem Recht, ist er ihr Wali. Und dass sie keinen Kontakt haben, das ist ja auch eine Katastrophe an sich. Ja? Allahu alam. Natürlich, ich kenne jetzt die Hintergründe nicht und es ist bestimmt, Allahu alam, vielleicht Probleme, Streit, was auch immer. Aber ne, das ist ja auch ein Problem an sich, was man normalerweise versuchen sollte, in der Dunya zu regeln. Weil wenn man diese Sachen nicht regelt in der Dunya, dann wird man sie regeln müssen in der Akhira, im Jenseits. Und deswegen wäre das sehr, sehr ratsam, dass sie da wieder Kontakt aufnehmen. Natürlich, wie gesagt, ich will mich da nicht einmischen oder einfach Sachen sagen. Das sind, hier und da passieren ja sehr, sehr, sehr schlimme Sachen zwischen Menschen, wo man Sachen auch manchmal verstehen kann. Ja? Es gibt ja alles Mögliche heutzutage. Wallahu musta'an, ich habe ja schon sehr, sehr schlimme Sachen gehört in meinem Leben, deswegen ich kann das schon manchmal, in manchen Situationen kann ich das verstehen. Ja? Männer, die zum Beispiel ihre eigenen Töchter, wie soll ich sagen, so berühren wollten und so kranke Sachen. Deswegen, wie gesagt, es gibt dann schon Fälle, wo das eine oder andere natürlich, wo das erlaubt ist, dass dieser Kontakt nicht mehr da ist oder dass man einen Schlussstrich gezogen hat, etc. Aber wie gesagt, ansonsten, man sollte es lieber klären. Und natürlich kann